Die militant-islamistischen Taliban wollen auch weitere politische Kräfte an der Macht in Afghanistan beteiligen. Das sagte der langjährige Sprecher der Islamisten Sabiullah Mujahid bei seiner ersten öffentlichen Pressekonferenz in Kabul. Niemand müsse in Afghanistan Angst haben, auch die Frauen nicht. Die Taliban, so sagte er, setzten sich für die Rechte der Frauen ein im Rahmen der Scharia. Außerdem sagte Mujahid, jedes Land hat das Recht auf seine Freiheit. Das afghanische Volk hat sich nach 20 Jahren Dschihad nun seine Freiheit zurückgeholt. Uns ist es gelungen, das Land von Besatzung und Besatzern zu säubern. Nach ihrem rasanten Eroberungszug hatten die Taliban am Sonntag faktisch die Macht im Land übernommen. Viele Afghanen befürchten eine Rückkehr der Schreckensherrschaft der 1990er Jahre.